Das Thema, das wir heute behandeln wollen, heißt die Spirale von Hass und Gewalt oder vom Missbrauch der Religion. Am 11. September des Jahres 2001, morgens gegen 9 Uhr Ortszeit, werden zwei von Terroristen entführte Passagierflugzeuge gegen die Türme des World Trade Center in New York gesteuert und Tausende von Menschen fanden dadurch den Tod. Meine Frage an den Theologen Drewermann: Wo war Gott an jenem Tag? Sonne, immer und überall. Aber dann gibt es Stunden, wo die Welt hängt und wo unser Herz nichts anderes mehr wahrnimmt als Umdüsterung, Traurigkeit und Schmerz. Und denken muss man, dass im Vorlauf, ehe Menschen so etwas tun, ein Gleiches längst passiert sein wird. Ist es möglich, dass Menschen aufhören, an Gott zu glauben, inmitten einer gottverlassenen, buchstäblich gnadenlosen Welt, in der sie gelernt haben, dass alles, was die Religion sagen müsste über Menschlichkeit und Liebe, nicht zählt? Es kann dann dahin kommen, dass man sogar Gott identifiziert mit dem Wunsch nach Rache, nach Vergeltung, nach neu zugefügter Grausamkeit, dass man ihn in Anspruch nimmt für die eigenen Gefühle des Hasses, den man in ihn hineinprojiziert. Was sind das für Menschen, die so etwas tun können? Das war meine Frage am 11. September. Und dann muss man nur einmal betrachten, dass das erste Wort in der Reaktion darauf war, das ist Krieg. Und dann erinnere ich mich, dass immer, wenn dieses Wort ausgesprochen wird, wir durch einen dunklen Schacht sinken, um tausende von Jahren zurück in die Steinzeit, in die Vormenschlichkeit. Wir müssen nur sagen Krieg. Dann hören alle Regeln des zivilen Zusammenlebens auf. Alles, was uns normalerweise verboten ist, kann dann zur Pflicht gemacht werden. Zerstörung, Massaker, Ausrotten von Menschen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, Grausamkeiten in jeder Form, Lug und Betrug, Heimlichkeiten, Hinterhältigkeiten, jede Form des Schadenzufügens ist die Pflicht, sobald das Wort Krieg fällt. Und man hat die Zweiteilung der Menschen in die Guten und die Bösen, in die Richtigen und die Falschen. Jenseits der Frontlinien hat man die Unmenschen, die Gegenmenschen, die Teufel. Dann hat man einen göttlichen Begriff. Und dann muss man vorgehen mit allem, was zur Verfügung steht. Und es soll so immer weitergehen, offenbar. Das ist für mich das Entsetzliche, denn in der ganzen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist das so gegangen. Es hat in der Ablösung der Zeit der westlichen kolonialen und imperialen Attitüde, die westliche Welt gegen den Rest der Welt zu stellen, nicht eine einzige Freiheitsbewegung gegeben. Außerhalb der Bewegung des wunderbaren Mahatma Gandhi in Indien, die ohne das Waten durch den Blutsee von Terror ausgekommen wäre. In Kenia der Terror der Kikuyu, der Mau-Mau-Aufstand gegen das Kolonialreich Großbritannien. Vietnam, der Krieg geht über 30 Jahre gegen wechselnde Kolonialstaaten und deren Nachfolger. Immer wieder hat man die Menschen gelehrt, dass man das Äußerste tun muss, um sich als Mensch überhaupt zu artikulieren. Wenn Menschlichkeit sich nicht auf Menschen bezieht, die man sieht, wenn es irgendein Gebot gibt, über Leichen hinwegzugehen, um am Ende das Leben zu ermöglichen. Wenn es wieder nötig ist, dass man durch die Hölle muss, um des Teufels Meister zu werden, dann liegt diese Welt im Argen. Dann gibt es keinen Gott, nicht weil es ihn nicht gäbe, aber weil wir Menschen ihn nicht sehen. Das Entsetzen der Menschen über die Tat, die am 11. September geschah. Wie könnte es genutzt werden, damit aus dem Schrecklichen, was geschah, noch irgendetwas Gutes entsteht, liegt sozusagen in der Tat eine Chance. Das wäre wunderbar gewesen. Ich habe zwei Tage nach diesem Anschlag in New York und Washington den Dalai Lama reden hören auf CNN. Und es ist die einzige Stimme, die so gesprochen hat damals, als es noch möglich war, etwas daraus zu lernen. Alle Zeitungen schrieben schon, seit diesem Tag ist nichts mehr geblieben, wie es vorher war. Aber in Wirklichkeit ist alles so geblieben, wie es vorher war. Wir führen jetzt wieder Krieg im Namen des absolut Guten gegen das absolut Böse. Ein monumentaler Krieg wurde da angekündigt, um die unendliche Gerechtigkeit zu exekutieren oder die endgültige und unbegrenzte Freiheit auf Erden zu errichten. Lauter Wahnideen.
Der Einzige, der anders sprechen konnte in der Zeit, als es darauf ankam, war bezeichnenderweise der Dalai Lama, ein Buddhist. Er konnte an diesem Morgen auf CNN sagen, einer Journalistin gegenüber, die gar nicht verstand, wovon er redete, das ist eine große Chance der Gewaltfreiheit, the big chance of non-violence. Und er wiederholte diesen Satz immer wieder. Es war ein ungewöhnliches Freiheit, Gedanken zu äußern. Aber das war für ihn ganz offensichtlich der letzte Strohhalm. Wenn das angesichts dieses Grauens, das Menschen über Menschen bringen, nicht möglich ist zu fragen, wie wir zusammenkommen, wo Schluss ist, was soll uns denn dann noch retten? Ich beschreibe nur mal, was im 20. Jahrhundert an Entwicklung von Waffen möglich war. Man hat das wirklich Waffen genannt. Diese Massenausrottungsmöglichkeiten. Das ging los damit, dass man planquadratweise im sogenannten Ersten Weltkrieg übte, wie man mit schwerer Artillerie ganze Frontabschnitte zerschießt, Millionen Granaten auf wenige Quadratkilometer, damit niemand überleben sollte. Das langte nicht. Man brauchte die chemische Vergasung von Menschen, Gas, das sich synthetisiert in der Lunge und zu Salzsäure wird. Je nach Winddrehung war das von Vorteil. Man konnte an der zum Beispiel die Italiener ausrotten mit diesem Gas. Es gab keine Grenzen, keine Halten. Wie man mit Tanks, mit Kettenfahrzeugen über Leichen, über lebende Menschen, egal über wen, hinwegwalzt, dem Sieg entgegen. Damit endete der Erste Weltkrieg und es war nicht genug. Alles Grauen, das man da gelernt hatte, wurde im Zweiten Weltkrieg augenblicklich in die Ouvertüre genommen. Panzerangriffe zangengleich, Flugzeugangriffe mit Hunderten von Maschinen. Alles wurde gesteigert. Und nicht genug die konventionelle Kriegführung, wie man mit Phosphor ganze Flächen von Großstädten in Flammen setzt. Die Operation Gomorra 1943 über Hamburg nannte sich schon so. Auf Menschen nimmt man dabei keine Rücksicht. Die konventionellen Spreng- und Brandmaterialien nicht genug, man braucht die Atombombe. Das ist nicht genug, man braucht die Wasserstoffbombe. Physikalisch unbegrenzt das Morden, man zählt es inzwischen nach Megatoden. 1 Million Tote ist eine Recheneinheit, das hört nicht auf. Man hat die Neutronenbombe, die Städte bleiben stehen, aber sie sind menschenleer. Nicht genug, man braucht das Star Wars-Programm. Es gibt für diese Paranoia der Geschichte, für diese Idiotie kein Halten, keine Grenzen. Selbst Pest, Botulismus, Milzbrand, was sie wollen, Volksseuchen zum Ausrotten von Millionen Menschen in wenigen Stunden gelten als Waffen, die man einsetzt. Man muss sich die Opfer können. Lässt es sich deutlicher beschreiben, was wir treiben, biblisch ausgedrückt, indem wir Baal-Sebul versuchen, mit Baal-Sebul auszutreiben. Wir bekämpfen den Teufel, aber wir merken nicht, dass wir dabei selber zum Oberteufel werden. Mühle müssten wir irgendwann raus, das meinte der Dalai Lama. Dies ist eine große Chance, mit dem ganzen Wahnsinn aufzuhören. Aber dann als Menschen sich zu fragen, was haben wir denn aus uns gemacht? Und wozu haben wir diese anderen gemacht, dass sie uns jetzt wie Teufel vorkommen? Wir sind doch nicht die Heiligen und die Guten, die jetzt an der Seite von Erzengel Michael und zur Gerechtigkeit schreiten. Und diese terroristische, unfassbare Tat vom 11. September und die Chance, von der der Dalai Lama gesprochen hat, warum hat man sie nicht genutzt? Offensichtlich fällt uns das so unglaublich schwer, aus unseren Gewohnheiten herauszutreten. Da ist etwas passiert und plötzlich schreien wir nach Rache. Das wagen wir nicht zuzugeben, wir nennen es dann Gerechtigkeit. Und dann wollen wir sie exekutieren. Wir selber haben gelitten und es scheint psychisch noch immer eine Entlastung zu sein, wenn wir irgendjemanden genauso leiden lassen. Das ist dieses uralte Justalionis-Schema. Für das, was mir angetan wurde, wird dem Täter genau dasselbe angetan. Und dann ist man scheinbar quitt, dann hat die Gerechtigkeit sich wiederhergestellt. Das ist ein so archaisches Denken, dass die Herkunft aus der Tierpsychologie ganz evident ist. Die Verhaltensforscher könnten uns erklären, wieso etwas in unsere Köpfe kommt. Aber es ist nicht menschlich. Es hat zu tun mit uralten Resten, die wir mal in der Zeit der Kulturwerdung mitgeschleift haben. Mahatma Gandhi konnte sagen, in den 40er Jahren das Prinzip Auge um Auge bedeutet, dass am Ende kein Mensch mehr sieht und alle blind sind. Vor Hass und Angst und Rachegefühlen. Und jeder hat Angst wieder vor den Möglichkeiten des anderen. Jeder wird zum Wolf des anderen. Wo ist denn damit der Schluss? Was soll mir denn, konnte Gandhi hinzufügen, für eine Erleichterung dabei werden, wenn ich weiß, es wird der andere genauso gequält, wie er mich gequält hat? Dann haben wir doch nur zwei Unglückliche, die in Zukunft noch mehr Grund haben, voreinander Angst zu haben.
so werden wir doch niemals Menschen. Was da in Amerika geschah, das können sich ja viele Menschen nur vorstellen als eine weltweite Verschwörung. Und im Zentrum dieser Verschwörung sitzt ein satanischer Bösewicht. Und dann ist auch die Frage, ob es nicht erlaubt ist, nachgerade geboten ist, diesen Bösewicht, der sozusagen das Böse verkörpert, zu bekämpfen und einen Krieg zu führen, den man einen gerechten Krieg nennen darf. Die Problematik beginnt schon mit dem Wort des gerechten Kriegs. Das hat eine lange Tradition, die wir vielleicht gar nicht im Einzelnen jetzt erörtern müssen. Die Absurdität dieser Formulierung ist von Erasmus von Rotterdam in der Klage des Friedens der Querela Partis im 16. Jahrhundert schon formuliert worden. Wer, wenn es Krieg gibt, schreibt er da, wird denn seine Sache nicht für die Gerechte halten? Damit Menschen gegeneinander antreten, im Willen zu sterben oder zu töten, muss in der Psychologie von beiden Kombattanten die Vorstellung herrschen, dass das, was sie jetzt tun, auf sein oder nicht sein richtig ist. Und zwar unter allen Umständen und durchsetzbar mit allen Mitteln. Anders ist ein Krieg nicht möglich. Damit er geführt wird, muss eine moralische, religiöse, psychologische Aufrüstung auf beiden Seiten bis zum Ende gegangen sein. An dieser Stelle hat Clausewitz vor 200 Jahren völlig richtig im preußischen Militär über den Krieg nachgedacht, als er schrieb, jeder Krieg hat in sich die Tendenz, zum Äußersten zu gehen. Was er nicht vorweg gesagt hat, ist, dass dieser Schritt zum Äußersten seelisch längst vorbereitet wurde, um die Menschen kriegsfähig zu machen. Sie brauchen ständig das absolut Böse, um töten zu können, mit guten Gedanken, als Erleichterung ihrer selbst. Sie haben etwas Vernichtendes vernichtet, sie haben etwas Teuflisches ausgeschaltet und das erscheint dann nach den Gesetzen der Logik als ein Riesenvorteil. Was wir nicht bedenken ist, dass wir uns sofort in die Falle laufen, wenn wir sprechen von dem Bösen, ein vollkommenes Abstraktum, jenseits der Handlungsstruktur. Voraussetzungen, der Ursachen, also der Relativierungen, die in jeder Situation liegen. Und zum Zweiten, indem wir dann das so abstrakte, vom Menschen entfernte Böse wieder reprojizieren und personalisieren in einen Einzelnen. Wir abstrahieren und dann personalisieren wir. Und dann haben wir den Bösen ausgemacht. Der nächste Schritt, wir isolieren. Wir setzen uns in die Möglichkeit, dass wir definierte und punktierte Böse Person nur degradieren, nur zerstören müssten, nur chirurgisch treffen müssten, dann hätten wir den Gesamtkörper wieder in Gesundheit vor uns. Wir behandeln im Grunde das Böse als einen magischen Begriff am Ende, um Recht zu haben. Und wir sind mit all dieser Bewusstlosigkeit mitten in der Steinzeit. Also funktioniert haben mag das bei irgendeiner Horde vor beliebig vielen tausend Jahren, die im Kampf um ein bestimmtes Gebiet nicht hätte überleben können, solange eine andere Horde dieselben Tiere bejagt oder dasselbe Areal zum Schutz beansprucht. Dann war es möglich zu sagen, wir können jetzt nur leben, indem wir die anderen verdrängen. So würden zwei Schimpansenhorden miteinander umgehen. Aber wir als Menschen bräuchten eigentlich bessere, nachdenkliche, humanere Formen des Umgangs. Und wir sollten uns diesen Schnickschnack abstrahieren, personalisieren, isolieren, um dann chirurgisch zuzuschlagen, nicht länger mehr glauben. Es ist nichts wie Unfug. Wir haben am Ende die Welt nicht gebessert. Aber am Anfang jedes Krieges steht das Versprechen, danach wird es gut. Dann kommt die neue Weltordnung. Danach wird es gut. Das kam noch nie, weil die Menschen geblieben sind, wie sie sind, lediglich mit einer noch schrecklicheren Akzeptanz des Grauens, das man ihnen verordnet hat. Herr Drewermann, in jeder Religion, zumindest in den drei großen monotheistischen Weltreligionen, also Judentum, Christentum und Islam, gibt es diese Auserwähltheitsidee, also die Vorstellung, ein bestimmtes Volk hängt einer bestimmten und man betrachtet sich als auserwählte Volk, ein Auserwählter dieses Gottes. Was ist das? Ist es eine menschliche Hybris, ein Missbrauch von Religion? Es ist von uns her betrachtet und im Rückblick gesprochen ein Missbrauch des Religiösen. Das Problem ist, dass den Menschen, die so tun, vermutlich diese Tatsache, wenn sie so handeln, gar nicht bewusst ist.
Ein gewisser Gruppenegoismus steht in jeder Versammlung von Menschen. Man bildet sich ein, in irgendeinem Vergleichspunkt einer Konkurrenz- oder Vergleichsgruppe überlegen zu sein. Die Sozialpsychologen sagen, man schafft sich ein positives Autostereotyp. Es muss ja einen Vater haben, dass man nun Katholik ist und nicht Protestant oder wieder umgekehrt. Oder Christ und nicht Muslim oder umgekehrt. Es soll einen Sinn haben, dass man dieser Gruppe angehört. Und damit es einen Sinn bekommt, soll es weniger vorteilhaft sein, einer anderen möglichen Gruppe anzugehören. Aus ganz beliebigen kulturell gegebenen Unterschieden werden plötzlich Qualifikationsansprüche. Nach besser und schlechter, zumindest so. Und drückt nun noch der Faktor der Angst hinein, beginnt die eine Gruppe die andere zu fürchten, wachsen diese vermeintlichen Unterschiede ins Gigantische auf. Das ist eigentlich ganz normal, bis Religion zunächst noch nicht zu tun. Das nächste ist, dass Frömmigkeit dem Auserwähltheitsgedanken basiert. Dahinter steckt etwas, das historisch gar nicht hoch genug zu würdigen wäre, hielte man sich im Positiven. Die Bibel ist tatsächlich eine kulturelle Leistung in dem Sinne, als der Glaube an viele Götter zugunsten des Monotheismus zum ersten Mal aufgesprengt wird. An die Stelle der Mythologie tritt so etwas wie Theologie. Dass Gott ein einzelnes Volk erwählt hat, ständig in seine Geschichte eingegriffen hat, ist immer noch Geschichtsschreibung in mythischem Format. Aber allein die Idee, dass ein einzelner Gott dem Menschen gegenübersteht, schafft eine Kulturschwelle, die auch den Menschen dann als Einzelnen meint und in die Verantwortung nimmt. Die Bibel hat in diesem Betracht etwas Neues in die Weltgeschichte gebracht. Und insofern ist sie ausgezeichnet, einmalig. Der subjektive Reflex davon kann durchaus in einem solchen Auserwähltheitsanspruch bestehen, aber er müsste jetzt geistig weitergetragen werden. Stattdessen kann sehr schnell die historische Äußerlichkeit, in die das mal gebunden wurde, vor 3000 Jahren beibehalten werden. Dann hat Gott uns ein bestimmtes Land gegeben. Dann werden plötzlich aus der Religion ideologische Territorialansprüche auf ein bestimmtes Besitztum. Und schon gerät man in die Konkurrenz mit Menschen vielleicht, die da leben. Schon wird Religion plötzlich zum Anspruchsrecht auf einen Teil der Erde gegen andere Menschen. Diese anderen Menschen haben eine andere Kultur, einen anderen Glauben und werden geneigt sein, genauso darauf zu reagieren. Man muss hinzufügen, dass das Christentum, das aus dem Judentum hervorgegangen ist, diesen Erwähltheitsanspruch noch viel weiter getrieben hat. Das Judentum ist in gewissem Sinne geblieben. Es hat nie eine globale Missionstätigkeit begonnen. Es gab Proselyten, es gab Bekehrte zum Judentum, aber es gab nicht das, was mit prophetischem Anspruch schon im ersten Jahrhundert, vor allem nach dem Untergang Jerusalems im Jahre 70, das Christentum sich zu tun bemüht. Den Ein-Gott-Glauben der Juden auszudehnen auf die Heiden. Daraus geht hervor, dass in den ersten Jahrhunderten bereits das Christentum eine Religion wird von einer Intoleranz, die es im ganzen Römischen Reich vorher und nachher nie mehr gegeben hat. Da universalisiert sich etwas, das bis dahin exklusiv war, aber mit gleichem Absolutheitsanspruch. Und im Islam kann man im 7. Jahrhundert etwas Ähnliches nochmal beobachten. Mohammed will eigentlich gar keine neue Religion gründen, aber er möchte die biblischen Religionen, Judentum und Christentum, auf gewisser Weise reinigen, dass sie nur noch an Gott glauben und nicht an einen Wust von Bestimmungen oder dogmatischen Satzungen mit Sonderüberlieferungen. Er möchte die Religion einfach haben, so wie Noah sie hätte glauben können oder Abraham glauben können. Das, was Gott zu jeder Zeit jedem Menschen sagt, das möchte Mohammed auf Arabisch sagen. Aber insofern versteht er sich als Erfüller aller Religionen. Danach braucht im Grunde nichts mehr zu kommen. Das kann etwas ganz Richtiges wieder sein, wenn man es geistig auffasst. Aber wenn es zum historischen Stillstand führt, zum bloßen dogmatischen Nachreden von etwas, das eigentlich prophetisch das Dogma zerbrechen wollte, dann gerät man in eine Ideologie hinein, die den Zustand der Religion bis zur Friedensunfähigkeit treibt. Dann wird nicht Versöhnung der Menschen, sondern Abspaltung der Menschen im Namen Gottes gepredigt und organisiert. Herr Drivermann, die Kriege, die geführt wurden und die geführt werden, ob innerhalb des Christentums, des Judentums oder innerhalb des Islam, sind sie sozusagen Betriebsunfälle innerhalb einer Religion,
die mit der wahren Lehre und den sittlichen Idealen der Religionsstifter gar nichts zu tun haben? Das ist eine schwierige Frage, weil sie abhängt von der Interpretation, in gewissem Sinne beinahe von der Sensibilität, vom Bildungsstand, von der Mystik. Zugeben muss man ehrlicherweise, dass in allen Heiligenbüchern, in der Bibel, auch im Neuen Testament, auch im Koran, furchtbare Sätze stehen, um Menschen zu verurteilen, Befehle stehen, um ganze Völkergruppen auszurotten. So etwas steht wirklich im Alten Testament. Was ist denn der Betriebsunfall, wenn nicht eben, dass man Texte, die vor 3000 Jahren unter historischen Bedingungen vielleicht einen gewissen Sinn gemacht haben, ich zweifle daran, ob das so war, aber gemacht haben könnten zumindest, völlig unhistorisch in die Gegenwart stellt und den alten Orient immer noch aufführt. Aber die Leute, die die heiligen Texte jetzt so zitieren, wie wenn sie Ewigkeitswert hätten, können sich berufen auf Texte, die es gibt. Das ist mit dem Neuen Testament genauso möglich. Gott will es, war der Machtruf im 13. Jahrhundert für die Kreuzzüge. Wollte den Feinden draußen sprechen von all dem, was der Personwerdung feindselig ist. Hätte man eine Psychomachie, einen inneren Krieg, den jeder durchführen muss, um bei sich selber anzukommen. All die inneren Auseinandersetzungen, auch in den heiligen Texten, ließen sich dann symbolisch lesen. Aber dann dürfte man sie nicht historisch in der Außenseite aufgreifen. Im Gespräch mit Gesprächs vor vielen Reihmuseum in Istanbul mit einem frommen Muslim, den ich tagelang das Glück hatte kennenzulernen, hatte ihn hier, der Schwede, der Dschihad, der heilige Krieg, der lächelte eigentlich weise über meinen Unverstand, sagte, der Dschihad ist nichts weiter als eine Idee, sich einzusetzen für das Richtige. Und das bedeutet Dschihad auf Arabisch wirklich ein Engagement. Erst wir haben, vor allem im 19. Jahrhundert, im Erbe unserer Religions- und Kolonialkriege, das übersetzt mit heiliger Krieg. Es läge auch im Sinne des Islam vieles darin, die Friedfertigkeit der Botschaft des Propheten von Mekka zu betonen. Leugnen lässt sich nicht, dass im Koran auch viele Kampfbefehle stehen, die schlimm sind und die man heute jetzt im Abstand von 1200 Jahren falsch historisiert wieder aufführen mag. Die Religion an all diesen Stellen müsste in Bewegung betrachtet werden. Und dann würde man ganz schnell sehen, dass es keinen Sinn macht, Gott zu reklamieren als Parteigänger oder Lokalgötzen für eine bestimmte regionale Religion oder Kultur. Gott kann nicht identisch sein als jüdischer Gott mit dem mosaischen Gesetz. Er kann nicht identisch sein mit der Auslegung, die das Judentum in der christlichen Religion gefunden hat. Der kann nicht identisch sein nur mit dem Kolorit etwa der arabischen Halbinsel vor 1200 Jahren. Das wollte Mohammed ja sagen. Wer von Gott redet, meint doch den Gott aller Menschen. Also müssten wir im Namen Gottes aufeinander zugehen, damit wir die Gemeinsamkeit der Menschen in diesem Vertrauen zu der Macht, der wir uns allesamt verdanken, wirklich uns in die Hände geben können. Herr Drewermann, wie überhaupt kann man es sich erklären, dass Religionen einen Nährboden für Hass und Gewalt offenbar abgeben, für Hass und Gewalt, und dass sie behaftet sind mit Intoleranz und Dogmatismus? Wie kann es sein? Das liegt in einem Paradox. Wer von Religion redet, wer von Gott spricht, meint etwas Absolutes. Und dann kommt es ganz schnell dahin, dass man dieses Absolute identifiziert mit dem Relativen. Dass man das Universelle identifiziert mit dem Partikularen. Man glaubt an Gott zu haben, nämlich in den Grenzen der eigenen Dogmen oder der eigenen Kirchenverwaltung, der eigenen Kulturüberlieferung. Man nimmt Gott und schaut ihn gewissermaßen durch ein bestimmtes Fenster an und dann glaubt man, die Sonne ist identisch mit dem Fenster, durch welches man sie sieht. Optisch ist das eine Täuschung, für die Psychologie aber ganz verheerend. Weil Menschen, die es sehr gut meinen, nicht mehr imstande sind, das, was sie tun, zu relativieren und zu vermenschlichen. Man müsste religionspsychologisch sagen, aller Fanatismus besteht darin, dass Menschen aufhören, als Person zu existieren. Sie rücken ganz und gar ins Über-Ich. Man hat ihnen beigebracht, dass sie nichts mehr falsch machen können, wenn sie das tun, was in der Tradition gelehrt wurde, im System verewigt wurde, was von den handelnden und lehrenden Autoritäten vorgegeben wird.
Wenn man doch nur gehorsam ist, wenn man ganz willfährig ist, wenn man alles tut, wie es gesagt wird, wenn man sich völlig einpasst ins System, dann muss man doch gerettet sein. Das sagen sie doch, mehr oder minder in allen Kirchen. In welcher Religion wird gesagt, du musst den Mut haben, selber zu leben? Du musst heilige Gesetze brechen unter Umständen, lieber als das Herz eines Menschen. Du musst selbst, was sie dir als Gott erklärt haben, in Frage stellen, wenn du begreifst, dass ein Mensch unter diesem Gottesbild dabei ist, zu zerbrechen, oder womöglich du selber. Was Gott will, ist deine Person, also die Kontrolle deines eigenen Denkens, deines eigenen Gefühls. Das wären die Lehren, die Menschen daran hindern könnten, in den Fanatismus abzudriften. Aber solange die Religion verwaltet wird aus der Tradition und solange sie ein äußeres System ist, solange sie autoritär auftritt, identifiziert sie ständig menschliche Herrscher mit dem absoluten Herrscher, den wir Gott nennen. Dann ideologisiert sie die Macht ins Absolute und die jeweilige Religion gibt sich selber als die einzige, zumindest als die beste Form, von Gott zu sprechen. Es hat Friedrich Schiller vor 200 Jahren mal in den Xenien sich die Frage vorgelegt, warum hast du keine Religion? Und seine simple Antwort war, aus Religion. Er wollte sagen, wer doch begreift, wovon er spricht, wenn er sagt Gott, der muss doch von alleine darauf kommen, dass Gott nicht eingekerkert werden kann im Vatikan oder in der Kaaba in Mekka oder auf dem Tempelplatz von Jerusalem oder an der Tempelmauer in Jerusalem oder in der Grabeskirche von Jerusalem. Ja, gehört denn Gott nicht die ganze Welt und alle Menschen und bedeutet nicht, ihn anzubeten, die Universalität der Menschlichkeit zu begreifen? Schaut man genau hin, ist es das, was alle Religionsstifter wirklich wollten, wenn man sie beim Wort nähme, so begrenzt ihre historischen Ausgangspunkte sein mögen. Jesus reduziert seine Botschaft ganz und gar auf Judäa, auf Israel. Aber was er dabei lernt, ist eine Menschlichkeit, die allen gilt. Und ein Gott, der so weit ist wie der Himmel für die Wolken und die Schwalben. Er bekommt fertig einen Samariter im 10. Kapitel bei Lukas zum Vorbild, wie man Gott findet, zu erheben. Jemand, den ein Jude hassen muss, weil er orthodox, genau das Gegenteil, von dem denkt und sagt, was man als richtiger Jude denken und sagen muss. Dieser Samariter hasst den Tempel, will die Priester nicht, aber er hat plötzlich die Fähigkeit, in das Leid eines anderen Menschen hineinzugehen. Und Jesus sagt, ich halte nicht nur für möglich, ich bin mir sicher, ein Priester, der an einem Menschen am Wegesrand vorbeigeht, im Wahn erfindet Gott im Tempel, indem er pünktlich seinen Dienst verrichtet, verpasst Gott. Und das ist die Religion der Priester, das sagen sie euch. Und der Leviten, das sagen sie euch. Sie sagen, ihr findet Gott, wenn ihr Opfer bringt, wenn ihr pünktlich den Ritualdienst leistet, wenn ihr den Tempel heilig haltet. Wer hat euch je gesagt, dass ihr Gott überhaupt nur findet, wenn ihr mit Mitleid in das Leid eines Menschen geht? Nur da ist Gott. Und ein Leid, das sich um ist, rund um die Erde, überall zu finden. Also gehört doch Gott niemandem, außer einem Herzen, das sich öffnet, in die Freude und das Leid eines anderen. Gelebte Menschlichkeit ist Religion.